und ich zeige euch heute Foxcroft School, die beste Mädchenschule in Virginia mit dem besten Campus und dem besten Sonnenuntergang. Und ich werde euch mit auf eine Rundtour über den Campus und durch die Schule nehmen und werde euch alles zeigen. Und genau, habt viel Spaß dabei. Follow me around through the garden. This is a super nice space, and that's the yoga space for my early morning yoga sessions. And if you go around that way, you see the library and the schoolhouse. That's amazing. Perfect, thank you. Hier ist das Musikgebäude, da spiele ich immer Klavier und wir haben dort Chor und Theater, Musical Practices. Genau. Auf dem Library-Hof. Wir sind gerade auf dem Gelände vor der Bücherei, die sieht man dort. Und genau, wenn ihr wollt, dann dürft ihr mir in die Library folgen. Welcome to the Library. Wir sind gerade in der Bücherei und es ist einer meiner Lieblingsorte hier. Hier kann man sich ganz viele Bücher angucken, ganz viele Bücher lesen und es ist meistens sehr still und friedlich hier. Und wenn man sich mal ausruhen möchte, kann man sich in diese wunderbare Kuschelecke setzen. Wir haben sogar Kuscheltiere, ein Fisch und ein Teddybären. Hier sind wir gerade auf einer Wiese vor den Dorms. Und man sieht hier den Steward Dorm, da wohnt meine beste Freundin drin. Und dort hinten seht ihr den Court und noch andere Dorms. Dort hinten seht ihr das Gym. Da gehe ich immer Sport machen. Da sind zwei Sporthallen und das Gym, also mit den ganzen Fitnessstudio-Sachen sozusagen. Und außerdem haben wir da eine Physiotherapeutin drin, die dort arbeitet. Und hier ist direkt mein Dorm. Willkommen in meinem Dorm. Ich nehme im Zimmer Nummer 9. Also hier haben wir das Activities Patio. Hier treffen wir uns manchmal, um einfach nur zu chillen. Hier treffen wir uns immer zu den Ausflügen. Also dann kommt der Bus hier hin und holt uns ab. Manchmal treffen wir uns hier und machen so S'mores über Lagerfeuer. Das sind so amerikanische Leckereien, die man so macht aus Keksen und Schokolade und einem Marshmallow. Und das brät man dann sozusagen über dem Lagerfeuer. Gymnasium, die Sporthalle von unserer Schule. Und hier sind ganz viele Basketballkörbe, weil Amerika und Basketballspiele ein Herz und eine Seele. Und ganz viele coole Flaggen, die wir gewonnen haben. Genau. Hi, also hier ist die Roomies Area. Hier kann man Billard, Table Tennis, Fußball-Kicker spielen oder Schach an unserem Schachtisch. Außerdem gibt es noch ganz viele Spiele, auch hier im Lounge Area, da gibt es Fernseher, Couches, Tische und dann haben wir noch eine gemeinsame Kitchen, da kann ich jetzt auch gerade nicht hin, weil da jemand lernt. Hi, wir sind gerade im Gazebo, das ist so ein schöner Ort auf einer Pferdewiese bei uns und die Pferdewiese sieht man leider nicht, weil es gerade so dunkel ist, aber es ist super schön hier und hier hängen wir mal ab, genau. Hier, wie man sieht, ist der Töpferraum, hier hätte ich immer Töpfern. Eine meiner Lieblingsklassen. Hier ist der Arts Room. Wir haben hier ganz viele verschiedene Arts. Wir machen hier 3D-Kunst und 2D-Kunst, wie man an der Wand sieht. Und dann dürft ihr mich jetzt durch die Schule begleiten. Und ich zeige euch noch den Theaterraum und ein paar andere Klassenzimmer. Wir kommen hier an Klassenräumen oder an Büros vorbei. Von meinem Weißweg zum Beispiel. Das ist so eine soziale Gruppe sozusagen, so jeder ist in so eine Gruppe eingeteilt und man hat so einen Lehrer und der Lehrer, der macht mal so Aufgaben mit einem, so zum Beispiel redet er mit einem über Mobbing oder über wie man umgeht, wenn man eine Freundin hat, die einen schlecht behandelt, irgendwie sowas. Und das habe ich immer einmal in der Woche. Hier ist so eine kleine Lounge und hier kommen wir zum Theatersaal.
Ich hätte schon Angst, hier wäre jemand drin. Hier geht's zum Biolabor und ich habe hier Neurobiologie. Die habe ich immer schön geschmückt mit bestimmten Sachen und so angemalt mit so chemischen Formeln und keine Ahnung was allem. Herr Skelett. Und hier kommen wir zum Neurobiologie-Raum. Herzlich willkommen. Hier sitze ich immer und habe Neurobiologie. Awesome. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Mehr Infos zu dieser und vielen weiteren tollen Schulen findest du auf der Homepage von Kulturwerke Deutschland, deinem Partner für erstklassige Auslandsaufenthalte.